Geil, Hexaufträge. Bam, 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 bam. Wolltest du das nicht aufgeben, den Trophy? Völlig richtig, das habe ich auch nochmal in die Notizen geschaut. Ich werde die versuchen ohne Tränke. Wir sind jetzt mittlerweile so stark, dass ich mir das zutraue. Und wenn nicht, dann hebe ich die Mission mir halt auf. Hexeraufträge, beste, ja. Hätten sie noch 10-mal mehr davon reinmachen können. Aber die sind auch immer gut geschrieben. Das sind halt nicht irgendwelche normalen Missionen. Lauf dahin und töte das und das Viech. Sondern es ist halt immer so auch so eine Schnitzeljagd, ne? Ich muss das Auge benutzen. Boah, wie schön stark die sind. Die Trunkenen können nichts mehr machen. By the way, wenn ihr die Trophäe angeht, während der Mission könnt ihr noch Zeichen und alles benutzen. Nur während des Kampfes dann. Während des Kampfes. Gegen das Monster dann. Da dürft ihr dann weder Zauber, Runen etc. Die Spuren wurden magisch verschleiert. Es wird interessant. Verschiedene Klauenspuren. Da haben wohl ein paar Exemplare gefressen. Das siehst du am 25. Ich möchte nichts versprechen, aber ich hab's vor. So am Sonntag, am Feiertag, alle sind zu Hause, alle haben gute Laune, weil lecker Weihnachtsgans es gab, alle haben dicke Geschenke bekommen, dann kommen hoffentlich dicke Supper ums Kappa. Dann schön gemeinsam am Abend rein witchern, würde ich uns schon sehen. Bist du zufrieden mit dem Remastered? Mega. Der Step halt von konstanten 30 auf 60 FPS hatte ist halt nicht schon mal Zeit, die Waffe zu ziehen. Mega geil. Das Monster muss ihn überrascht haben. Ich habe es wohl mit einem alten Nebling zu tun, der sich hinter einer Illusion verbirgt. Wer gibt denn uns eigentlich unser Geld, wenn der Questgeber schon gestorben ist? Fragezeichen. Wahrscheinlich niemand, oder? Wir können die Quest trotzdem abschließen. Ich weiß gar nicht, ob wir den Nebling besiegen können, ohne Magie. Ohne Mutagene, ja. Ich weiß nicht, ob die damit meinen, ohne Mutagene Tränke, oder ob die das hier meinen. Muss ich die jetzt entfernen? So. Das ist ja ehrenlos. Okay. Ich muss viel besser spielen. Die Bastarde sind stark. Muss der Nebel sein. Überlegendes Geisteröl. Einfach in der Kiste, wie Mister. Der Watson. Boah, wie was hier wieder alles gibt. Oh, ich freue mich, wenn wir nachher, also später, ein richtig dickes Schwert uns mal craften. Oder wir finden eins. Ey, das Looten macht doch in dem Spiel auch echt kriminell Laune, oder, Chatterino? Bärenrüstung, beste. Ich habe tatsächlich gehört, dass die sehr beliebt sein soll, ja. Oh. Chat, bitte erinnert mich jetzt öfters, dass ich Axi benutze, dass die Gegner sich gegenseitig angreifen. Die Trophäe möchte ich langsam auch mal angehen. Vergesst es immer. Ich habe das ja extra geskillt, dass ich das überhaupt anwenden kann. Oh, da ist er. Benutzt Axi. Ja, jetzt braucht das nicht schreiben. Immer 1 gegen 1. Gott, ist der hässlich. Jawohl, ich mach Gott sei Dank gut Damage. Gott, der mir aber auch. Ich darf kein Schild benutzen. Okay, ich darf nicht so gierig angreifen. Der wäre halt easy Snack, ne? Mit Magie, Tränken und Öl. Aber ich darf weder nichts davon benutzen. Und uns fehlt noch unser rotes Angriffsmutagen. Ja, Gear Tricks.
Der greift halt, während ich auf ihn einklopf, tut er einfach, ja, in meinen Schlag reinschlagen. Der Hand. Wie schön ist denn der Bossraum? Schade. Gibt's eine Trophy, jede Rüstung der Hexerschule besitzen? Nein, das gibt's nicht, aber es gibt, dass du eine Rüster, ein Hexerschulen-Set komplettierst. Und ich glaube, du musst das sogar so weit aufwerten, bis die Boni aktiv sind, also bis Großmeisterstufe. Das heißt, du brauchst den Großmeister Waffenschmied und den Großmeister Rüstungsschmied. Wenn es mich jetzt nicht täuscht. Der Twitch-Chat weiß es wieder. Aber ich glaube, das müsste richtig sein. Echt, Johnny? Das ist ja shit. Muss man die Trophy vielleicht dann auf leicht machen? Speicher mal hier, dass wir nicht nochmal noch und noch weiter laufen müssen. Darf nicht so gierig angreifen die ganze Zeit. Och Mann, dieser Hit am Anfang. Unerträglich. Einfach Two-Hit. Schade. Schlafen geschickt. Stell dir vor, Ciri wartet im Schlafzimmer auf dich, wenn du es schaffst. Pro-Tipp. Bro, die ist 16 oder so? Dann lieber Triss. Oder Yen. Ich muss echt viel Klima spielen. Ach, alles gut, Chat. Das könnte ich auch viel später machen, aber ich habe jetzt Bock, die Trophäe anzugehen. Ihr könnt das natürlich dann, wenn ihr das Game auch Platin machen wollt, viel später machen, ne? Der Auftrag levelt ja nicht mit. Oder ihr spielt das Ganze einfach cleaner. Oh Mann! Du kriegst irgendwie immer einen Hit auf mich. Ach, mein Ding hat mich wiederbelebt. Oh, scheiße, ich hatte gerade einen Adrenalinpunkt und es hat mich wiederbelebt. Die Fähigkeit, die ich geskillt habe, Chat, dass wenn ich unter null Leben, also dass wenn ich auf null Leben drop und, wisst schon, einen Adrenalinpunkt habe, dass ich, Digga, kann ich nicht mehr reden? Bruder, ich werde zur Monte, auch ohne Drogenkonsum. Hi, der Witzka. Ja, bist du deppert. Oh! Dieser eine Hit, ich raste aus! Tot, 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 wieder tot! Viel zu gierig. Sapperlot, genau. Sapperlot noch eins.
No front, natürlich no front. Also, Real Talk, Montes Versprecher und so sind halt einfach geil und legendär. Die sind halt einfach geil. Der hat schon einige Dinger rausgehauen, du. Ich höre ihn halt laufen mit meinem Astro. Ich weiß immer, wo er ist ungefähr. Jetzt hat wieder unser Adrenalin regeneriert. What the fuck? Was für Umwelt? Töte 50 Gegner mit Hilfe der Umwelt, etwa mit Sumpfgas, Insekten oder Objekten. Hä? Das ist ja verpackt, die Töte hier. Ein bisschen. Ich hab die ja gar nicht selber getötet, sondern es sind halt Nebelinge. Die fehlen dann wohl als Umgebungskill. Chat, ich versuche den Auftrag ohne Tränke, Magie und Absurde und Bomben für eine Trophäe. Schreibt mir nicht in den Chat, benutzt doch Magie. Junge, wie kann man so sein? Und wieder hat er mich getroffen, weil ich zu gierig bin. Totgefickt. Du, es ist halt schon hart. Vielleicht komme ich ein bisschen später zurück. Ich weiß es noch nicht. Probier es noch einmal. Jetzt tue ich am Anfang nicht so gierig immer ihn direkt angreifen. Adrenalin? Oder hat mich das Adrenalin schon einmal wiederbelebt? Ja, das ist eigentlich voll leicht. Ich darf nur nicht so gierig sein. 2, 3 Schläge an Mann bringen, dann auf seinen Angriff warten. Der macht manchmal einen Doppelangriff. Ja, ich hatte schon wiederbelebt, hab's gar nicht mitbekommen. Na, der macht halt wirklich einen geisteskranken Damage. Machbar, sag ich. Da bist du hässlich. True. Wurde schon wieder wiederbelebt durch meine Passiven, ne? Ich weiß gar nicht, ob das auch mehrfach im Kampf überhaupt geht. Ohne Öle und so. Da sieht man mal, wie wichtig Bomben und so sind. Geil! Oh! Den Neblingzahn haben wir, glaub ich, gebraucht. Oh! Oh, das ist so geil, ja. Ja, also ich habe mich auch angestellt, Chat. Ich gebe die Hand. Ich bin schuldig, ein Gieriger zu sein. Ein Gierig-Trix. Aber es war richtig gruselig und spannend gerade irgendwie. So. Reinspeichern in die Olga.
Die Runen auf dem Schwert, ja. Die Runen sind ja Runen. Die darf man benutzen. First try? Ja, würde ich auch sagen. Geht's hier noch tiefer rein? Ah ne, das ist ein anderer Eingang. Was haben wir denn bekommen, Chat? Oh, schade. Hätten wir die früher gemacht? Hey, Sunshine! Mit der 10er Naschi-Bombe, Chat! Lasst mal den Bomber steigen und pass ab ums Ring. Danke für die verschenkten Naschis. Wo bleibt die Trophy? Zwei Missionen muss man machen. Wir machen jetzt noch eine und dann ploppt die Trophy schon. Was wichtig ist, dass ihr euch da am besten dieselben beiden Missionen raussucht, weil nicht bei jedem Hexerauftrag gibt es am Ende einen Monster zu bekämpfen, ne? Deshalb gibt es nur begrenzt Aufträge, wo das überhaupt möglich ist. Ja. Geile Höhle auch. Das hat doch gebockt. Wie gesagt, hat mich auch ein bisschen angestellt. Ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Magie wieder benutzen darf. Ich glaube nur das Monster darf man damit nicht bekämpfen. Aber ich gehe mal auf Nummer sicher und es nutzt jetzt nichts. Auch komplett bis zum nächsten Auftrag nicht. Oh. Pass auf, Herr. Ein Monster streift durch den Sumpf. Geh in den Nebel, dann wirst du nie mehr nach Hause kommen. Das Monster ist tot, der Nebel gelichtet. Da wird Asdorf aber froh sein. Das ist ein Grund zum Feiern. Du hast deine Belohnung verdient. Nimm sie und leb wohl. Mmh. Ganz lecker EP. Boah, endlich reich. Ich hab nichts getan. Nice. Diese Missionen sind doch einfach nur geil. Besonders wenn man die nicht zu überlevelt macht. Oder so wie ich jetzt mit Handicap, dann fühlen die sich noch besser an einfach. So. Was haben wir denn eigentlich bekommen? Ich glaube, wir können wieder irgendwas craften. Nevermind. Für irgendwas habe ich diese Nebling-Fangzähne gebraucht. Ich glaube, es war bei Ölen, oder? Irgendwo habe ich das auf jeden Fall als Zutat gesehen, diese Nebling-Szene. Ah, jetzt findet man es natürlich wieder nicht. Klassiker wie Beethoven. Oder ich habe es mir schon mal gekauft. Ist Stufe 15 weit? Also, die ein oder andere Spielstunde hast du schon verpasst, mein Freund, ja? Kann man schon so sagen. So, wir können jetzt die hier machen. Die lustige Witwe. Oder das Bienenphantom. Ich würde sagen, wir machen die. Das ist Stufe 10 ist. So ist es. Ein bisschen Level. Bisschen Level-Vorsprung. Und nach der Mission können wir noch die 15er machen. Wenn wir dann die Trophy haben, auch wieder mit Zeichen ganz normal. Ist das Spiel geil? Das Spiel ist nicht nur geil, das Spiel ist phänomenal. Pisst euch. Vergessen, die Mutagene wieder reinzutun. Ja, noch lasse ich sie draußen für die Trophy.
Die Mutagene nicht mehr reingetan. Noch nicht reingetan, nee. Ich nicht. Oh, noch ein Bär. Den muss ich leider töten, den Arm. Ich brauche immer Bärenfett und das Fell für vieles zu craften. Sorry, Mr. Bär. Sorry. Was gerade bei dem Kampf bestimmt sehr geholfen hat, ist, dass wir noch die Buffs aktiv haben fürs Schwert schärfen. Fürs Schwert schärfen und Rüstung verbessern. Ich weiß gar nicht, wie viel dieser Buff bringt. Aber es ist auf jeden Fall gerade auf Todesmarsch spürbar. Seitenklang. Mein Arm. Ich bin wegen des Auftrags hier. Ihr habt offenbar ein Problem. Werden die Gräber geöffnet? Wenn es nur das wäre. 5%? Immer wieder üble Bestien. Verschlingen, was frisch ist, und ziehen dann weiter. Gerade hat es wieder angefangen. Ich dachte mir, einfach drinnen bleiben. Ja, Legend, von Schild zu Schild geht Schnellreise. Aber plötzlich fehlte eins der Kinder. Ist es auf dem Friedhof verschwunden? Nein, aus dem Dorf. So eine kleine Rotznase würde nicht alleine herkommen. Und ich habe in der Nacht eine Art Winseln gehört. Und du bist nicht rausgegangen und hast nachgesehen? Glaubst du, ich bin blöd? Wer Monster hat, braucht einen Hexer. Meister schreibt, ich habe so Bock, wieder Witcher zu zocken, aber absolut unmotiviert, da lediglich PS4-Version die Ladezeiten killen. Hast du denn keine SSD für die PlayStation? Wenn es am Geld nicht mangelt, sondern du nur an keine PS4 rangekommen bist, PS5 rangekommen bist, bau dir eine SSD ein. Reden wir lieber meine Belohnung. Bau dir eine SSD in die PlayStation 4 ein. Das bringt schon sehr viel für die Ladezeiten. Sehr, sehr, sehr viel. Genau, hier mit 310 rein. Oh, er der sagt Preis ja. Ist angemessen, wenn man das Ungetüm bedenkt. Ich weiß ein bisschen was darüber. Mal sehen, ob ich rausfinde, was los ist. Steven, welche Schwierigkeit... welches Level bist du denn? So, die ersten 10 Level sind auf Todesmarsch halt sehr schwer. Wenn du noch keine Tränke hast, keine guten Bomben... Keine guten Perks, halt komplett nackig bist, ne? So gut wie. Da ist halt sehr schwer. Am Anfang. Aber dann wird's langsam immer besser. Haben die Gräber aufgemacht und der Verwesungsgeruch hat Wildhunde angezogen. Aber weder Ghule noch Hunde rauben Kinder. Axi, Fragezeichen, erst nach der Mission, wenn wir unsere Trophy haben. Ab dann benutze ich wieder mal, um sicher zu gehen. Und sorry für die Hunde-Chat. Na, würde ich natürlich in Real Life, würde ich die schmusen, auch wenn sie an mir knabbern. Aber im Spiel kommen wir da leider nicht weiter mit. Das Grab ist vor kurzem aufgewühlt worden, aber der Verwesungsgeruch ist alt, überreif. Wohin er mich wohl bringt? Gestürzt. Wie, ihr wisst schon, wessen Ab
auch Red seine Finanzen. Ja, ja. Genau das wollte ich sagen. Gedeckt halten. True. Ey, Digga, das macht ja wieder so geisteskrank Bock zu zocken heute, Chat. Warum ist denn das so? Und warum seid ihr eigentlich alle so attraktiv und gut aussehend? Das sind Fragen, die mich nachts wach halten. Was immer sich hier für ein Gewürm rumtreibt, es hat sich einen ungewöhnlichen Gewürm gesucht. Also ist sie vernunftbegabt. Oder einfach sehr schlau. Vernunftbegabt? Da hat jemand gekocht. Das ist ein Oberschenkelknochen von einem Kind. Oh Gott. Erstmal ein bisschen brutzeln und ein Menschenschädel in einem magischen Kreis. Das Monster hat sie offensichtlich benutzt, um sich an diesem Ort der Macht zu stärken. Das muss ein Luftweib sein. Hat die Schädel gesammelt, um die Macht hindurchzuziehen und ist vorwitzig genug geworden, um durchs Dorf zu ziehen. Ich muss die Schädel nehmen und das Gruftweib auf den Friedhof zwingen. Da kriege ich es. Das müsste es richtig ärgern. Jetzt auf dem Friedhof auf die Lauer gelegt. Da wird es nach Anbruch der Dunkelheit aufkreuzen. Krass. Hä? Bruder, wo hängst du? Was für eine Axt hatten wir eigentlich gefunden? Stufe 25, okay. Sebel, ich frage so mal einfach so aus reiner Interesse. Das Emote, was du da benutzt. Bist du etwas sub? Wahrscheinlich schon, ne? Sonst könntest du das Emote ja nicht benutzen. Ich glaube, es brechen steinlose Zeiten an für dich. Nee, alles gut. Ich weiß ja, dass wenn ich nicht live bin, musst halt irgendwie mit irgendwelchen Eagles zuschauen. Ne? Weil du machst halt nichts. Da wisst ihr auch nicht, wohin mit der Zeit. Dieb hat die Schädel gestohlen. Meine Schädel soll sich selber welche ausgraben. Da ist sie. Wie auf Stichwort. Machen die damit ihrer Zunge, verdammt, Juri! Bam! Faire Chancen! Wichtig und richtig, diese Trophäe. So einfach ist es. Und das könnt ihr natürlich völlig überlevelt machen. Macht das ruhig. Mit Stufe 25 oder höher. Ihr müsst euch halt die beiden Missionen aufheben, ne? Auch nach der Trophäe alle Hexaufträge ohne Öl und etc. Naja. Muss nicht sein. War jetzt aber auch nur machbar, weil wir schon gut gelevelt sind, ne? Her mit der Kohle, Bruder! Schnapp! Ich bin wegen des Auftrags hier. Und? Alles geritzt. Ein Gruftweib hat die Gräber aufgewühlt und sich das Kind geschnappt. Ach so. Wie geht's dem Kleinen denn? Ich hab ihn im Lager des Gruftweibs gefunden. In ihrem Kessel, um genau zu sein. Soll ich weiterreden? Eigentlich hast du schon zu viel gesagt. Was ist mit meiner Belohnung? Oh, die habe ich natürlich nicht vergessen. Hier, bitte. Vielen Dank. Für deine Hilfe. Bis dann. Oh, die machen so Laune, die Hexeaufträge. Ja, Gamex, ich habe leider keine Vergleich... Boah, 310, so geil. Ich habe leider keine vergleichbare Waffe. Deshalb benutze ich aktuell die Axt. Sobald ich ein besseres Stahlschwert finde, Bruder, wechsle ich. Gar kein Problem.
Du hast einen Beruf. Das bedeutet weniger Hunger für dich. So, wir können unsere Mutagene wieder reinsockeln. Oh. Können wir uns irgendwas craften? Oh, Gruftvibe absurd. Jeder getötete Gegner beschleunigt bis zum Kampfende die Vitalitätsregeneration. Einfach mal herstellen, den Lachs. Erlittener Schaden erhöht die Resistenz, die restliche Kampfdauer, die Schadenresistenz, bis eine Obergrenze erreicht ist. Neckerkrieger absolut. Pferde gehen niemals durch. 50% erhöhter Schaden im berittenen Kampf. Wisst ihr, wo ich völlig durchdrehen würde, Chat? Völlig durchdrehen würde ich. Völlig durchdrehen, wenn wir jetzt einen Katakan-Mutter gehen durch einen der Aufträge kriegen. Da schiele ich nämlich so ein bisschen drauf. So, was machen wir? Jemand hat sich gewünscht, Hanna aus den Wäldern. Ich glaube, ein guter Auftrag. Habe ich auch irgendwas noch im Kopf? Die Weiße Dame, Stufe 16. Bienenphantom, Stufe 14. Tödliche Wonne, Stufe 15. Streaker, ich muss sagen, ich finde die Game of Thrones Epoche und auch die Witcher-Epoche finde ich unglaublich faszinierend. Ich hätte gerne zur Game of Thrones-Zeit gelebt, also so zur Mittelalterzeit. Da war das Leben anders. Unbeschwert. Unbeschwerter von den sozialen Medien. Ja, viel härter, klar. Aber da warst du auch mit weniger zufrieden. Ja, ach, Chat, ja, ich habe mich schlecht ausgedrückt. Unbeschwerter in den Dingen, die uns heute Kopfzerbrechen machen, aber natürlich in vielerlei Hinsicht auch härter. Da habt ihr natürlich recht. Mit 30 Toten, lol. Ja, aber das wusstest du ja damals nicht. Beziehungsweise wusstest du nicht, dass es auch anders sein kann. Pest, yippie. Okay, scheiß drauf, Chat. Dann nicht. Dann nicht, Chat. Lass mich in Ruhe. Wikingerzeit. Auch ein guter Call. Gloriel geht es immer noch schlecht. Und sie hat Vision. Wir sollten sie untersuchen. Okay, Hanna aus den Wäldern. Hat sich einer von euch gewünscht. Wo ist denn der Auftrag? Da. Gott sei Dank haben wir schon so viele. Oh mein Gott, gibt es da viele Fragezeichen. Man konnte leichter eine Frau verführen, XD. War das wirklich früher leichter? Ich weiß es nicht, Bro. Oh, du hast aber einen schönen aber Anhänger. Stell dir mal die damalige Körperpflege vor. Und die damaligen Zähne. Und ich sag jetzt mal, wie sagt man das politisch korrekt? Die Frisurart im Intimbereich, was da Mode war, sage ich jetzt mal. Und da sage ich dir, wie es ist, muss ich schon wieder ganz schnell los, Spätzle mit Soße. Mama sagt, wenn ich und zwar ganz flott die Karotte, muss ich da los. Oh. Sei gegrüßt. Was willst du? Die Bekanntmachung wegen Hanna aus den Wäldern. Die hast du ausgehängt, nicht? Gallus schreibt, ich würde trotzdem einhalten, Kappa. Oh ja, das war ich. Würdest du das machen? Du bist ein Hexer, nicht? Unerträglich. Wie aus dem Bilderbuch meiner Oma. Das Monstrum, als da ist eine Beschreibung des Hexers. Ich erinnere mich noch genau daran. Wir fürchten sie. Aber was bedeutet Hanna aus den Wäldern dir? Sprechen wir über die Belohnung. Damals musste man noch rausziehen. Also, wie viel verlangst du? Glaubst du, die haben das wirklich gemacht?
mir irgendwie nicht vorstellen, Bro. Kein Problem für Hannah aus den Wäldern, aber für uns schon. Gehst du mit dem Preis runter? Kein Problem für Hannah aus den Wäldern, aber für uns Ziegendarm. Schon. Ziegendarm? Gehst du mit dem Preis runter? Meinetwegen, wie du willst. Ich kümmere mich darum. Weißt du, ob jemand Hannah aus den Wäldern gesehen hat und mir mehr über sie erzählen kann? Der alte Willen wohl. Aber der wird dir nichts sagen. Sein Herz war schwach. Wir haben ihn heute Morgen auf den Feldern gefunden. Andere Leute trauen sich nachts gar nicht erst raus. Aber du könntest es bei Agneta versuchen. Die wohnt am Ende des Dorfs. Angeblich hat sie die Erscheinung gesehen. Und ihr ist nichts passiert? Sie wurde nicht verletzt? Agneta? Die hat schon 3 Ehemänner überlebt. Hannah aus den Wäldern wird ihr nichts anhaben. Vielleicht findet er ja was. Die Erscheinung, die das Dorf plagt. Angeblich kannst du mir mehr darüber sagen. Oh ja, ich habe sie gesehen, Hannah aus den Wäldern. Mit eigenen Augen. Wie ich dich jetzt sehe, Hexer. Wie hat sie ausgesehen? Möglichst ausführlich, bitte. Um die Wahrheit zu sagen, ich habe sie nicht sehr deutlich gesehen. Es dämmerte und da war ein fahler Schemen vor mir, wie ein Nebel. Woche. Ich bin näher ran und der Nebel wurde dichter und es kam so etwas wie ein Gesicht hervor. Was hast du gemacht? Was glaubst du denn, mein Hübscher? Dass ich warte, bis sich die Erscheinung in ganzer Pracht zeigt? Ich bin zum Dorf gerannt und habe erzählt, was ich gesehen habe. Verstehe. Sie ist dir also in der Dämmerung erschienen. Ein wichtiger Hinweis, danke. Pass auf dich auf. Bald ist es soweit. Da werde ich nochmal komplett Game of Thrones schauen. Oh mein Gott. Ich bin bei Sons of Anarchy schon wieder vorletzte Staffel. Unerträglich, wenn man eine geile Serie hat. Man immer dick reinschaut in die Olga. Das klingt irgendwie falsch. Hier ist eine Frau entlang gekommen. Barfuß. Lass mal auf Discord zusammen gucken, Bruder. Such dir irgendeine Perle dafür, Mann. Da brauchst du mich doch nicht. Außerdem würdest du immer dazwischen nuscheln. Unerträglich. Ein Stück Stoff. Vielleicht von einem Kleid. Vikings komplett ist am Unterholz hängen geblieben. Verständlich. Offenbar ist sie gerannt. Deswegen hat sie sich wohl das Kleid zerrissen. Wurde sie verfolgt? Sie ist dem Verfolger nicht entkommen. Er hat sie erstochen oder ihr die Kehle aufgeschlitzt. Seltsam. Er hat das Messer zurückgelassen. Es ist noch Blut daran. Das könnte nützlich sein. Hier hat er die Leiche entlang geschleift. Die Spur ist deutlich. So geil, diese Aufträge. Ich finde auch, Chat, Geralt erklärt das immer so nachvollziehbar. Er hat sie den ganzen Weg bis zum Wald geschleift und hier Spiel. Vergraben. Geil! Flaches Grab. Muss in Eile gewesen sein. Da ragt doch was raus. Ein Brief. Offenbar hat ein verschmähter Liebhaber die Frau getötet. Einen Nachbarschein. Der Ältere hat das Mädchen offenbar gekannt. Ich sollte ihn fragen. Ich vermisse die Finisher. Das ist voll doof mit der Axt. Doof. Doof, doof, doof. Haudegenstiefel. Überlegender goldener Pirol. LOL! Das ist ja Turbo Broken Chat.
Gifte heilen, anstatt Schaden zu bewirken. Auch wenn man sich selber vergiftet? Als ob ich mich dann damit heile. Lell. Das klingt busted. Das klingt ja busted. Wenn mein Mann nicht... Oh, Chat, ich muss noch ein paar Fragezeichen pumpen. Taverne landen würde. People run! Warum ich selten reite. Also ich reite schon oft, tötet aber... Ihn, haltet ihn, werft ihn um Graben. Ich spreng dich um. Plötze neigt ihr dazu, überall hängen zu bleiben. Du Dreckshexer! Deshalb ist manchmal... deshalb ist manchmal tatsächlich ziemlich nervig zu reiten. Wenn ich in der Nähe bin, dann lieber hinlaufen. Das war's! Das war das Banditenlager. Das waren ja die ärmsten Banditen der Welt. Unerträglich. Brr. Schulz, sorry. Oh, das Spiel ist so schön, ja. Ich hab so Bock zu looten. Lager, ja genau. So klein, zwei kleine Mini-Dinger. Was hat er gesagt? Ziegenficker? Ich spinn doch. Das sind ja wirklich Mini-Banditenlager hier. Hm. Das sind wirklich Geringverdienerlager, ja. Aber... Den Loot kann man ja trotzdem ein bisschen zu Geld machen. Und überall kann wieder ein Ort der Macht sein, was uns wieder einen Erfahrungspunkt for free gibt. Die greifen mich nicht an. Kann ich hier einfach looten? Warum greifen die mich nicht an? Ist das ein Bug? Tötet, wenn ihr die Götter liebt! Ah! Tötet ihn! War das jetzt ein Bug, dass die nicht geaggrot sind? Oder muss man die erst bestehlen, dass die sauer werden? Glitch, oder? Oh, ich vergesse immer noch das Manipulieren. Richtig. Überlegender Mondstau. Ui, da fehlt gar nicht so viel. Okay, ich denke jetzt dran, Chat. Ich versuche echt dran zu denken. Müssen auch, wenn wir jetzt gleich weiter so viel looten, müssen wir mal wieder, ja, uns leer machen gehen. Oh, es macht so Spaß! Yippie! Alle zusammen! Jetzt! Das klappt doch nie! Töte die! Mach sie kalt! So, töt mal ein paar Leute für mich, bitte. Tötet ihn! Macht ihn kalt! Digga, wie viel Damage diese Bogenschützen machen! Fürchterlich! What the fuck, Mann? Wie viel Damage die Bogenschützen machen? Das ist doch ein Frech. Level 5er Bogenschützen, by the way. Ich wollte doch nur, dass die sich gegenseitig bekämpfen. Das dauert ja voll lange, bis der Zauber wirkt. Das ist ja übelst lästig. Töte die! Mach die kalt! Reihe bilden! Scheiße! Super. Haut ihn weg! Scheiße! Töte ihn! Verdammt! Komm schon, komm näher!
Zauberei! Alter, der im Chat hatte recht. Die machen gar kein Damage, sterben aber One-Hit. Heilige Hahnenfeder! Wie sollen wir denn da die Trophy machen? Ist ja völlig nutzlos, die Scheiße. Verdammte Scheiße! Zusammen! Jetzt! Zu schnell, der Hurensohn! Tötet ihn! Macht sie kalt! Ah, das hat ja nicht so lange gewirkt. Toll. Okay, die Trophy ist doomed. Die muss man wahrscheinlich auf leicht oder normal machen. Das reicht jetzt. Ey, lieber Substreaker. Das ist schon mit dieser Zitat des Tages Donations immer, denke ich mir immer, huch, muss Stoß. Ja, du hast schon genug eigentlich donated, ne? Also du musst gar nichts mehr raushauen, Digga. Einfach Stream genießen. Hey, lass mich durch. Voll hier mit dem Equipment. Kleiner Knüppel. Oh, ein Schmied. Barbier. Never mind. Sieht der aus wie ein Barbier für euch? Der sieht doch aus wie ein Schmied, oder? Danke, Meister. Du hast mir das Leben gerettet. Wenn du mal durch Sandort kommst, sag Bescheid. Ich werde dich rasieren und einen Haarschnitt spendiere ich dir auch. Sandort. Mittelhain. Da. Das schauen wir uns doch gleich mal an. Sieht eher aus wie ein Metzger. Ja, stimmt auch. Guter Call. Krass, wie was dieses eine Lager für ein Billiglager war und was hier wieder im Vergleich alles rumliegt, ne? Wahnsinn. Der Unterschied von manchen Fragezeichen. Aber das ist auch das Schöne. Jedes Fragezeichen immer eine Überraschungsbox. So, wir tun erstmal nach vorne meditieren, einen Tag lang, damit der NPC angekommen ist im Lager. Vielleicht hat er nämlich für uns gleich eine Karte. Aber ich glaube, Barber verkaufen nichts, ne? Das sind keine Händler. Das ist so krass. Also dieses Spiel hat so Atmosphäre. Alleine für solche Orte. Und guck mal, es ist so starker Wind, dass die Leiche vom Wind in die Richtung gedrückt wird. Was für wunderschöne Details. Der da tut ein bisschen abhängen, Chat, ne? Man kennt's. Bisschen die Seele baumeln lassen. So. Sand dort. Wenn wir da sind, können wir dann mal hier beim Ausrufezeichen vorbeischauen. Kann ich machen. Ah, doppelter Schleifstein. Ah, da ist er. Was geht ab? Mein Retter, sei gegrüßt. Darf's ein neuer Haarschnitt sein? Schade,
keine Karten. Einer von euch im Chat hat geschrieben, dass man den braucht für Gwent-Karten. Du hast den aber mit einem anderen Händler verwechselt. Es gibt zwei, drei Leute, die man befreien muss. Da hast du recht. Aber das ist nicht der. So, jetzt müssen wir mal unseren Stuff verkaufen. Wir haben 152 Gewicht. Wir wissen ja, wohin. Immer beim Platz. Mach Seiten frisch. Alles gut. Das ewige Feuer beschützt uns. Das ist es. Warum erst morgen kaufen, was du heute schon kaufst? Aufhören. Die tanzen auf den... Willkommen, Will... Zeig mal. So, das wird jetzt krachen von der Kohle her. Boah, der Händler leckt langsam, weil ich ihm so schon so viel verkauft habe. Das ist immer der Nachteil, wenn er ganz viele Items hat. Boah, gibt das viel Geld. Junge. Nimm alles, Bruder, nimm alles. Okay, auf Tasche, Mimasche. Lecker Mäulchen. Schmeckt richtig, ja? Fürchten oder ihm ins Gesicht lachen. Deinesgleichen sollte in Novigrad nichts zu melden haben. Ach, nichts ist so schwer. Die schwarze Katze. Ja, ich war, vor kurzem war ich noch ein armer Schlucker, aber mittlerweile haben wir echt Cash gemacht. Warum sind alle NPCs so frech? Das ist eine sehr gute Frage. Wir müssen die Pferde tränken. Alter Chat, was eine geile Witcher-Session heute wieder, oder? Richtig reingewitchert. Heya! Oh, Radonolski noch. Mit 5 verschenkten Naschis. Und wir sind in Novigrad noch nicht mal annähernd fertig. Da kommt noch einiges. Was ist los, ihr kleinen Hunden? Die Zeiten sind vorbei, wo ihr mucken konntet. Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Vielleicht nur am Tag? Hm. Könnt ihr euch das erklären? Fuck, maybe? Unten drunter? Höhle? Meint ihr? Nee. Als ob hier eine Höhle unter uns ist. Hm. In der Nacht? Wir hatten ja gerade Nacht. Nix. Am Fels ist eine Illusionsbarriere. Am Fels.
Fels, Bro. Danke noch für die ganzen Donis von Ehrenbruder Radonolski. Dämmerung. Schade. Ist wahrscheinlich nur so eine kleine Quest. So wie der eine, der von den Ghoulen infiziert wurde, den wir dann erlösen konnten. Was an Weihnachten bei uns zu essen gibt. Ehrenbruder Papa macht lecker Rouladen. Die sind vertrimmt worden wie Novigrader Huren. Die sind so geisteskrank lecker. Nur von Oma sind sie noch lecker. Weitgereister Mann bist. Mein Mann ist wieder also bei dieser mir, Hexe gewesen. Soll ich mein Bein einmal die Woche tragen? Ich sag's euch. Sie saugt ihnen das Leben aus dem Körper. Habt ihr das gehört, Chat? Habt ihr das gehört? Hilft er mehr mit. Überhaupt nicht. Sei gegrüßt. Was willst du? Sula und Bokkai. Hast du die gekannt? Sie müssen in diesem Dorf gelebt haben. Gute Götter, das weißt du? Ist das Hexerei? Die sind beide verschwunden, einfach so. Wir haben sie seit einer Woche nicht mehr gesehen. Ich fand das Grab des Mädchens und einen Brief. Es ist klar, dass sie Bokkai zurückgewiesen hat, weil sie einen anderen liebte. Sula und Ontan, ja. Wir dachten, sie wären nach Norden geflohen, um glücklich zu werden. Bokkai ist auch zu dieser Zeit verschwunden. Soll das heißen, nee, meine Eltern gucken dies dass unsere nicht. Sula die Erscheinung ist? Zum Glück. Das kann doch nicht sein. Der Cringe. Die war so ein gutes Mädchen. Und so hübsch. Weißt du, wo sie sich getroffen haben? Na, genau weiß ich es nicht. Aber die Jungen treffen sich meistens auf der Lichtung hinter den Feldern westlich des Dorfs. Sula, gütige Götter. Diesen Fluch kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile lang an einen Ort binden kann, habe ich eine Chance. Dad meinte mal, ein paar Arbeitskollegen von ihm und ein paar Kinder von den Arbeitskollegen schauen mich wohl. Eine Nachterscheinung wird tagsüber nicht auftauchen. Schau.
Mann! Das ist ganz schön stark für das Level. Aber ihr seht, wie wichtig dieses lila Seelengefängnis am Boden ist. Dadurch tun denen ihre Double, deren Double verlieren extrem viel Leben und werden stark verlangsamt. Oh, was ist das denn wieder für ein Spawnpunkt? Unerträglich! Erstmal ein paar Dorfbewohner ausnehmen. Vor Frust. Mein Papa hatte auch was mit deinem Gesicht passiert. Eins, zwei, drei. Die alte Hex kommt vorbei. Mein Papa hatte auch mal ein Schwert. Mama sagt, wir sollen nicht mit Fremden reden. Besser ist. Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Oh. Willst du reden? Nicht mit mir. Mein Kopf dreht sich schon vor Hunger. Sei gegrüßt. Was? So. Mich dreht ich auch. So. Weißt du? Kommt auch bei Mickey und sie müssen ab und zu fliehen. Kann ich nicht brechen. Ich muss die Erscheinung vertreiben. Wenn ich sie eine Weile das war nicht mit Absicht, an einem Ort binden kann, habe ich eine Chance. Das war nicht mit Absicht, ich schwöre. Wirklich nicht. Öle. Verbessertes Geisteröl. Wir brauchen dafür Rebis. Rebis. Dafür brauchen wir wieder weiße Möwe. Hätten wir wirklich angewöhnen sollen, immer die mitzukaufen. Jetzt haben wir genug Geld. Mit riesigen Hörnern. Wisst ihr, Chat, wo es safe immer das gibt? Diese Alkoholflaschen? Bei den Tavernen wirken in Novigrad? Hier zum Beispiel? Ja, oder? Beim Schenkwirt? Muss ja eigentlich. Kanalisation in Novigrad? Hä? Wieso in der Kanalisation? Das hätte ja mal ruhig bei diesem Fest, wo ich richtig viel Alkohol geklaut habe. Da hätte es ja mal ruhig dabei sein können. Ich kann das ja markieren, ne? Anheften. Was kann ich für dich... Was? Überleg mal, wie teuer das ist, Mann. Was sollen die Scheiße? Spindi. Bist. Kirschlikör noch. Ich habe das Geisteröl-Rezept. Stufe 50. Das ist halt unglaublich strong, ne? Hälfte mehr Damage. Also 50% mehr Damage. Wollen wir denn noch einen Schankwirt? Da hinten. Nichts ist so schmerzhaft wie das Leben. Und sie sagte,